Weiß ich nicht, ich hab's nicht gesehen. Doch, Da ich sehe hinten. ihn hinten. Ja, da hinten. Der hat einen Dorfbewohner wehgetan. Arschloch. Ich höre ihn brüllen, aber ich sehe ihn nicht mehr. Unten ist ein Monster, was rumläuft. Oh, das Rennt ein Monster. Dorfbewohner. Monster ist mir erstmal egal. Ist er das? Ja, es kann sein, dass er das ist. Der beamt hier die ganze Zeit rum. Ich brauche auf jeden Fall gleich mal Ja, eine der ist Rüstung. unten bei den Dorfbewohnern. Der hat hier richtig, haut der Schaden rein. Ey, hätte ich jemals gedacht. Leck mich am Arsch. Ja, wie dich selber, ey. Ah, ich habe ja gar keine Schaufel. Ja, stimmt, ich wollte mir eine Schaufel bauen. Hier alles zumachen, ey. Also die Decke habe ich jetzt gezogen. Oh. Da hier, die Decke wird ja so hoch wie diese Stämme hier oben, ne? Wo ich jetzt rausstehe. Was? So hoch wird Da die oben, Decke. siehst du, das soll die Decke werden. Ja, würde ich sagen. Also wir können. Da Du muss ich willst. noch eine Reihe Nee, nee, höher. Moment, Moment, Moment. Du willst eh noch eine Etage draufbauen, ne? Der macht die Decke so, wie du gerade gesagt hast. Dann habe ich nichts gesagt. Wo du jetzt gerade rumgelaufen bist, das wollte ich die Zwischendecke machen. Ja, ist okay. Nee, ich habe vergessen, dass du Zwischendecke machen wolltest. So, jetzt mache ich mir noch zwei Ja, wir Schaufeln. können oder so lassen. Aber da braucht man wenigstens nie in die Nein. Tiefe, wenn man in die Höhe geht. Nee, ist okay. Jetzt bräuchte mal Stäbe. Kannst du dir mal von innen schon ein bisschen ausleuchten? So, da habe ich das, das. Kann ich machen, ja. Jawohl, meinst du nicht, dass diese Zwischendecke ein bisschen niedrig ist? Niedrig? Ich Ja, weiß weil es doch nicht. Ich sehe es nicht. wenn ich jetzt hier drinnen rumrenne, pass auf. Komm mal runter. Guck mal, das wäre die Zwischendecke. Da, wo ich jetzt rausstehe, ist der Boden. Ja, alles wieder weg machen. Muss irgendwo unterirdisch noch Wasser sein. Ich muss erstmal irgendwie eine Mine graben. Ich brauche mehr Eisen. Gehe ich mal hier hinten eine Mine graben. Einfach mal ein Stück runter. Eisen, sehr gut. Das Dann ist machen wir sehr kein gut. zweistöckiges Haus, dann machen wir bloß eins, weil ich habe Holz habe ich nicht. Ja, Wie ich wir gehe jetzt ewig gleich noch Holz. riesenhohe Mauer ziehen können. Ich gehe jetzt gleich noch Holz holen, das ist nicht die Frage, aber erstmal würde ich mich gerne darum kümmern, dass wir genug Eisen haben. Das geht jetzt gleich schon aus und ich habe nur ein bisschen was an Werkzeug gebaut, weißt du?
Das dürfte erstmal reichen. Dann kann ich mir ein paar Steinäxte machen. Mal kurz gucken, was Hazard geschrieben hat. Okay. So. Das Eisen kann ich schon mal brennen lassen. Ah ne, da sind Sachen drin. Lege ich das erstmal hier rein. Jetzt bin ich am Überlegen, kann man aus Mammutbaumstämmen auch Dinger machen, Stäbe? Man kann auf jeden Fall Mammutbaum. Ja, cool. Sehr gut. Ein paar Stäbe gemacht. Jetzt kommen die Äxte. Zack. Super. Dann kann ich jetzt erstmal ganz in Ruhe Bäume klatschen gehen. Wird es ein bisschen freier hier in der Gegend. Bisschen mehr Übersicht. Ja, ich bin ja mal gespannt, was sich in der Gegend in nächster Zeit aufbauen wird. Jetzt ist die Frage, lasse ich den Server weiterlaufen oder schalte ich den mal aus, wenn wir nachher offline gehen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Weil jedes Mal, wenn wir dann online kommen, kann sich der Server weiterentwickelt haben, wenn ich ihn anlasse, ne? Oder wollen wir das wirklich live miterleben? Kannst du eigentlich jedes Mal ausmachen? Holzaxt braucht ewig. Ja, Steinaxt ja auch, wie gesagt. Ich bin jetzt gerade dabei, so ein paar Bäume hier Platz zu machen. Oh, das war ein Riesenbaum. Wenn man sich so die Karte anguckt, sieht man rundrum nur noch Bäume, 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 Bäume. Ja, oben habe ich eine kleine Ecke, wo ich Sand sehe. Ja, das ist auch eine Wüste wahrscheinlich. Oh, Ja, das ich nervt denke mich, dass auch ich mal, das dass eine erstmal nicht. Wüste ist. Ja, muss ja nicht sein. Es kann ja auch sein, dass es nur so eine kleine Sandbucht ist. So, jetzt bringe ich erst ein bisschen Holz hier nach Hause. Da geschafft, das alte Haus abzureißen. So, dann muss ich noch ein paar Reihen hoch machen. Fichtenholz ist das, was du brauchst, ne? Dann klatsche ich hier Fichtenholz nach unten hin. Und Tannenstamm. Ah, Kiste ist fast voll, naja, egal. Auf jeden Fall einiges jetzt gerade mitgebracht gehabt. Wir haben uns hier an einen riesen fetten, keine Ahnung was, Mammutbaumwald gebaut oder so. Da sind riesen fette Bäume und ich glaube, die werde ich schon nach und nach abholzen. Da kriegen wir richtig viel Holzkohle von. Optimal. So, was denkst du, wie viel Reihen ich denn nach oben noch machen soll? Ja, ich weiß halt nicht. Willst du nur eine zweite Etage oder willst du noch mehr Etagen haben? Nee, lass das. Ich mache okay eine zweite Etage. Dann Warum muss ich denn hier nicht? mindestens, ja, weil ich diese ganze Bucht, was ich jetzt schon gebaut habe, das Doppelte nochmal hoch machen muss.
Soll ja jetzt schon mindestens 2, 3 Reihen drauf machen. Bloß, dass du da das mit durchgezogene Mitteldach da anders hast. Krasser Scheiß, ey. Hoppala. Kann auf jeden Fall ein paar Setzlinge nachher verbrennen. Weil rundherum machen wir eh erstmal Platz. Fichte, Fichte, Fichte. Da unten ist Fichte. Jetzt mache ich erstmal ein paar Truhen. Ich einfach mal kurz hier hin. Tue das ganz andere Holz rein. Setzlinge, das. Der Baum war gerade, der Bär war gerade an dem Baum am Kacken. Andere Holz. Ah, cool, hier ist auch Eisen. Und da unten wird es hell. Ist da wieder ein Ausgang? Ah, cool, da geht es zum Dorf. Alles klar. Was seid ihr denn? Leuchtpilze? Okay, was habe ich jetzt bekommen? Glowstone Staub. Okay. Kannst du mir dann noch sagen, wie viele Stufen ich nach oben soll? Also wie viel? Ja, Moment, ich komme gleich nach Hause. Ich muss hier gerade mal erst Kohle und Eisen noch abbauen. Gerade hier in der Höhle ein bisschen was gefunden. Oh, wie ist erstmal ein bisschen Kohle denn auf Seite? Hier gibt es übrigens auch eine Schmelze. Müssen wir später auch noch erstellen. So eine schöne Schmelze wieder, wo wir das Eisen und so weiter einschmelzen können. Okay, das war das. Brauche ich noch das Eisen? Wo war das Eisen? Da vorne. Oh. Aber jetzt nochmal 10 rein. Noch mehr Eisen. Du Fucker Creeper. Hau ab. Ah! Arschloch. Das hast du bestimmt bis hinten gehört, wa? Ja. Der kleine Drecksack hat sich von hinten angeschlichen, wie so eine kleine Crack-Hure, ey. Boah, leck mich am Arsch.